Im steirischen Zentralraum haben wir das Glück, dass wirklich vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter Angebote zum Thema Bildungs- und Berufsorientierung zur Verfügung stehen. Unser Ziel als Regionalmanagement ist es auch, auf die schulischen und beruflichen Ausbildungsangebote in der Region aufmerksam zu machen. Und das ist auch das Ziel der heutigen Berufsinformationsmesse. Im Wintersemester 2017-18 wurden im Rahmen eines LEADER-Projektes regionale Stakeholder mit ihren Kompetenzen aktiviert, um in mehreren Workshops Strategien und Aktivitäten für die Sicherung von regionalen Fachkräften in der Lepizzaner Heimat weiterzuentwickeln. Und aus diesen Zusammenkünften ist unter anderem als besonderes wichtiges Thema hervorgegangen die Ausrichtung einer regionalen Bildungsmesse. Wir wollen mit der Messe eine Brücke zwischen Jugend und den Ausbildungsmöglichkeiten der Region schaffen und eine Plattform bieten, damit sich Jugendliche, Unternehmen und sämtliche andere Ausbildungsmöglichkeiten hier begegnen können. Neben Standortentwicklung und Mobilität zählen auch Soziales, Ausbildung und Beschäftigung zu den Schwerpunktbereichen des Regionalmanagements Steirischer Zentralraum. Deswegen ist es uns eine Freude, auch diese Berufsinformationsmesse durchführen zu können. Was uns besonders motiviert hat, ist jetzt die Möglichkeit, über das Regionalbudget solche Veranstaltungen auch zu finanzieren und abwickeln zu können. Die Möglichkeiten für Bildungs- und Berufswege sind mittlerweile so vielschichtig, dass es Jugendlichen gar nicht so leicht fällt, sich einen guten Überblick zu verschaffen und auch zu erfahren, welche Möglichkeiten ihnen offen stehen. Und da sind die Bildungs- und Berufsorientierungsmessen zur Stelle. Und jede Messe ist eine komplexe Herausforderung und immer wieder eine beeindruckende Leistung. Und daher bedanke ich mich bei all jenen, die das ihre dazu beitragen, dass das immer wieder gelingt.